Herr Kollege Boggenberg, wir bedanken uns und waren sehr liberal, wenn ich die Uhrzeit so sehe, sehr liberal. Das machen wir jetzt auch bei Frau Wissler. Sie sind als Nächste dran. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Während der IAA protestierten viele tausend Menschen gegen die rückwärtsgewandte Ausrichtung der Automobilindustrie und gegen die immer noch autozentrierte Verkehrspolitik im Land. Und weil ich den Zwischenruf gerade gehört habe, natürlich war ich dort gewesen. Herr Pentz, Sie wissen ja sicher, dass über 25.000 Menschen in Frankfurt demonstriert haben, zu Fuß, aber auch in Form von Fahrraddemonstrationen, die aus allen Teilen Hessens kamen, für die Teilabschnitte der Autobahnen gesperrt wurden. Und das war eine großartige Demonstration und ein ganz wichtiges Zeichen, das dort gesetzt wurde, gegen eine rückwärtsgewandte Automobilindustrie. Und am letzten Freitag gab es weltweit einen der größten Protesttage in der Geschichte der Menschheit. Und ich finde, diese besorgten Bürger, die zu Millionen am letzten Freitag demonstriert haben, die sollte man endlich ernst nehmen, meine Damen und Herren. Beim globalen Klimastreik haben Millionen Menschen auf allen Kontinenten gefordert, dass endlich alles Menschenmögliche unternommen wird, um die globale Erwärmung zu stoppen, solange wir es noch können. Und dieses Zeitfenster ist gerade dabei, sich zu schließen. Und genau in dieser Zeit findet die IAA statt, eine Ausstellung, bei der übermotorisierte große Autos gezeigt werden, die Produkte einer Automobilindustrie sind, die für große Teile des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind und den Umstieg blockieren. Und da muss ich schon sagen, finde ich die Debatte in Teilen hier wirklich ein bisschen abstrus. Also die Probleme der IAA und der Automobilindustrie, die sind doch nicht entstanden, weil irgendwelche Politiker diese Messe schlecht reden. Es ist doch nicht so, dass die Probleme entstanden sind, weil jemand die Entwicklung in der Automobilindustrie kritisieren würde. Wenn die Besucherzahlen von 1 Million auf 500.000 sich halbieren, dann liegt das doch nicht an den Grünen, an den Linken, an OB Feldmann oder an Sand im Getriebe, sondern da muss man darüber reden, was die Automobilindustrie vielleicht getan hat und ob sie sich das nicht selber zuzuschreiben hat. Und dann reden wir doch einmal über die Automobilindustrie. Die Konzerne haben betrogen und gefälscht. Grenzwerte wurden einfach nicht eingehalten, Abschalteinrichtungen manipuliert, es wurden Kunden getäuscht, die Gesundheit von Menschen gefährdet. Und da frage ich Sie schon, liegt es vielleicht daran, dass der VDA und die Automobilindustrie sich vielleicht gerade nicht des allerbesten Ansehens in der Bevölkerung erfreuen? Liegt es vielleicht daran, dass die Automobilindustrie in den letzten Jahren eine verheerende Rolle gespielt hat? Das ist doch der eigentliche Grund und nicht, über was Sie hier reden, meine Damen und Herren. In der Automobilindustrie wurden Ingenieure angehalten, zu manipulieren, statt wirklich zukunftsfähige und klimafreundliche Antriebstechniken zu entwickeln. Und genau darin liegt dort das Problem. Und wir brauchen natürlich einen sozialökologischen Umbau der Automobilindustrie, gerade um die Arbeitsplätze zu schützen. Es ist jetzt hier von Arbeitsplätzen gesprochen worden. Finde ich ja übrigens interessant, dass bei Arbeitsplätzen nicht darüber reden, an die Adresse der FDP, wie viele Arbeitsplätze im Bereich der Windenergie in den letzten Jahren so abgebaut worden sind und wie viele gefährdet wurden, unter anderem auch, weil Sie gegen Windenergie mobilisieren. Aber wer die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten will, der muss doch darauf drängen, dass die Automobilindustrie sich weiterentwickelt zu einer zukunftsfähigen Mobilitätsindustrie. Und wer sagt, es soll einfach so weitergehen, meine Damen und Herren, der gefährdet die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Deswegen brauchen wir zukunftsfähige Konzepte. Und da leistet die IAA leider keinen allzu großen Beitrag, meine Damen und Herren. Wir reden hier über Schadstoffe, wir reden über Flächenverbrauch, über Unfälle im Übrigen auch und auch über den Klimawandel. Und insofern ist es gut, wenn die schwarz-grüne Koalition sich in dem vorliegenden Antrag dazu bekennt, die Klimaziele auch im Verkehrssektor einzuhalten. Dann mal los, kann man da eigentlich nur sagen, weil hier gäbe es natürlich eine ganze Menge
nachzuholen. Weil der Verkehrssektor ist der große blinde Fleck in allen Klimaschutzbemühungen. Im Gebäudebereich, bei der Stromerzeugung, da gibt es ja zumindest einen Trend in die richtige Richtung, dass die CO2-Emissionen sinken. Aber die CO2-Emissionen des Verkehrs sind seit 1990 eben nicht gesunken. Und wir haben nach wie vor eine Zunahme von Verkehr. Und wenn wir feststellen, dass 70% des Energieverbrauchs im Verkehr auf den Personenverkehr entfallen und dass ein Verbrauch in den letzten 20 Jahren sogar noch angestiegen ist, und das liegt ja nicht am Eisenbahnverkehr, da sind die Emissionen gesunken, aber der Straßenverkehr, da blieb es etwa konstant, und der Luftverkehr steigt immer weiter an. Der Verkehrssektor ist mit 38% laut Umweltministerium der größte CO2-Emittent in Hessen. Und natürlich muss man deshalb auch gerade an der Verkehrspolitik ansetzen, wenn man die Klimaziele erreichen möchte. Und natürlich gibt es eben auch Probleme jenseits des Klimaschutzes, die eine Verkehrswende erfordern. Lärm, Abgase, Flächenverbrauch. Gerade die Ballungsgebiete ersticken in Autos, und so kann es nicht weitergehen. Und das ist eben auch eine soziale Frage, weil wer wohnt denn an den stark befahrenen Straßen? An den am stärksten befahrenen Straßen wohnen die Menschen, die sich eben die Mieten in den Höhenlagen und außerhalb der Städte nicht leisten und außerhalb der Städte im Taunus nicht leisten können. Und das ist erstmal die Ausgangssituation. Und die Automobilindustrie sagt, wir haben verstanden, jetzt bauen wir 400 PS SUVs mit einer Batterie, und machen weiter wie bisher. Noch größere SUVs, immer mehr PS. Für diese Irrwege stand die IAA auch in diesem Jahr. Und deshalb sind die Proteste bitter nötig, und die Kritik ist mehr als berechtigt, meine Damen und Herren. Und da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Wagner. Elektroautos lösen keine Probleme. Sicher ist es grundsätzlich richtig, den Autoverkehr von fossilen Treibstoffen loszukriegen, aber sie werden uns bei der Aufgabe, den Klimawandel in den nächsten 10 bis 20 Jahren zu stoppen, eben kaum helfen. Weil der Treibstoff von Elektroautos ist Strom, und solange wir nicht 100% Ökostrom im Netz haben, fahren auch diese Autos weiterhin mit fossilen Treibstoffen. Nur der Auspuff ist dann eben woanders. Also der Auspuff des E-Autos ist dann eben der Schornstein des Kohlekraftwerks. Und die anderen Probleme unserer im Autoverkehr erstickenden Städte, die werden ja dadurch auch nicht gelöst, weil natürlich auch Elektroautos im Stau stehen. Auch Elektroautos verbrauchen Platz und brauchen Parkplätze. Und deshalb stehen wir vor massiven Herausforderungen beim Verkehr. Und wir haben damit eigentlich noch gar nicht so richtig miteinander gar nicht angefangen. Und deswegen muss auch Schluss damit sein, immer abzuwägen und Verkehrsmittel angeblich nicht gegeneinander auszuspielen, was auch in dem schwarz-grünen Antrag so ein bisschen klingt, was aber vor allem hier auch insbesondere von FDP und auch der AfD so gesagt wurde. Und deshalb, ja, wir brauchen integrierte Mobilitätskonzepte. Und Herr Dr. Naas, ja, in diesen integrierten Mobilitätskonzepten, darin muss auch das Auto, kann das Auto auch eine Rolle spielen. Die Frage ist aber, ob wir wollen, dass das Automobil weiter Dreh- und Angelpunkt der Verkehrspolitik ist, dem jeder andere Art und Weise des Verkehrs untergeordnet ist. Das ist die Frage, und genau das wollen wir nicht. Und deshalb vielleicht nur, es unterscheidet uns in der Tat das Verständnis von Automobil, das wir haben. Ich würde sagen, wir als Linke haben ein abgeklärt rationales Verhältnis zu Automobilen, während ich bei Ihnen eher ein leicht verklärt erotisches Verhältnis zum Automobil herausgehört habe. Und deshalb, aber die entscheidende Frage ist, wollen wir Städte, die autogerecht sind, die ausgerichtet sind aufs Auto, und alles andere wird an den Rand gedrängt? Oder sagen wir, natürlich brauchen wir auch Autos, gerade im ländlichen Raum, auf längere Sicht, weil man eben eine Möglichkeit hat, den nächstgelegenen Bahnhof dann auch zu erreichen. Aber eben, ich finde, wir müssen von der Klimafreundlichkeit denken und nicht die Welt dauerhaft durch die Windschutzscheibe wahrnehmen, meine Damen und Herren. Wir brauchen diese Verkehrswende aus ökologischen, aber auch aus sozialen Gründen, weil Menschen eben nicht auf Autos angewiesen sein dürfen, um ihre täglichen Wege zu erledigen. Deswegen müssen wir über die Kosten auch sprechen und über die viel zu hohen Fahrpreise. Da sagen wir,
An der Stelle sagen wir, dass Menschen mehr Busse und Bahnen benutzen wollen. Aber das geht eben auch nur, wenn sie bezahlbar sind. Und an der Stelle, Sie wissen das, dass wir eintreten mittelfristig für ein Konzept des Nulltarifs, also um es in FDP-Sprech zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger, in diesem Sinne des Nulltarifs. Aber uns ist natürlich auch klar, dass man dafür die Infrastruktur massiv ausbauen muss, dass wir barrierefreie Bahnhöfe brauchen und dass hier eine ganze Menge Investitionen erfolgen müssen. Deshalb, um zum Schluss zu kommen, in Ihrem Antrag stehen auch richtige Dinge drin, eben das Ziel eines Bürgertickets oder auch das Ziel des Einhalts der Klimaziele im Verkehr. Aber Sie werden natürlich an Ihren Taten gemessen. Und da, finde ich, passiert in Hessen viel zu wenig. Und da bräuchten wir viel mutigere Reformen in Richtung einer echten Verkehrswende. Und die IAA, meine Damen und Herren, leider spielt sie in dieser Form keine entscheidende, keine vorwärtsbringende Rolle für die Verkehrswende und für Zukunftstechnologien. Und deshalb sage ich auch, die IAA wird sich verändern müssen, und zwar grundlegend verändern müssen, oder sie wird Geschichte sein, weil dann wird sie eben, naja, dann wird sie eben für ein Museum werden, ein Museum für eine veraltete Technologie. Aber in dieser Form ist sie keine Messe für zukunftsweisende Produkte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Tarek-Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Viele Messen, nicht nur in Deutschland, sind im Umbruch. Und alte Konzepte sind oft, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, sehr schnell überholt. Und ich will an dieser Stelle sagen, denken Sie nur einmal an die CeBIT, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die IAA steht an dieser Stelle vor ganz besonderen Herausforderungen, weil die gesamte Branche in einem Umbruch steht. Und gleichzeitig haben die Protestaktionen vor der IAA gezeigt, dass Mobilität im Augen von immer mehr Menschen mehr als nur Autofahren ist. Und ich glaube, dass an dieser Stelle klar sein muss, dass nachhaltige Mobilitätskonzepte und eine integrierte Verkehrsplanung zu Recht eingefordert werden und auch zur Zukunft von individueller Mobilität gehören. Ich will einmal daran erinnern, als die IAA 1951 erstmals in Frankfurt stattfand, da zog sie 570.000 Besucher an, im allerersten Jahr 1951. 2017 kamen 800.000 Gäste, und dieses Jahr waren es 560.000, also weniger als im ersten Jahr. Diese Entwicklung ist ein Alarmsignal für die Zukunft der Messe. Und diese Entwicklung spricht natürlich auch eine sehr klare Sprache. Und trotzdem ist es immer noch so, dass auch 560.000 Besucherinnen und Besucher für die Frage der Messe, der Hotels, der Taxis, der Restaurants ein sehr relevanter Wirtschaftsfaktor sind. Das heißt, wir alle miteinander müssen ein Interesse daran haben, dass es eine Zukunft für eine Mobilitätsausstellung in Frankfurt gibt, die natürlich in der Historie der IAA steht, aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich verändern muss. Sich verändern muss. Weil, und das sage ich einmal ausdrücklich, das liegt ja nicht an den Demonstrantinnen und Demonstranten am Tag der Ausstellung. Von 34 marktrelevanten Automarken haben für die diesjährige IAA 19 Marken im Vorfeld abgesagt. Auch das ist bezeichnend. Das hat sicher nicht nur eine Ursache. Aber es ist klar, die IAA muss sich wandeln, wie sich die gesamte Automobilindustrie wandeln muss, bei den Antriebstechnologien, bei den Mobilitätskonzepten, in den Produktionstechnologien, in der Außendarstellung. Und das muss sich auch in der IAA widerspiegeln, und die gesamte Branche muss sich dieser Herausforderung stellen. Ich sage aber ausdrücklich, es gibt überhaupt keinen Grund, warum die IAA nicht auch in Zukunft in Frankfurt stattfinden sollte. Daran haben wir, gerade wir als Land Hessen, ein sehr großes Interesse. Und ich bin sicher, dass auch die Stadt Frankfurt daran ein großes Interesse hat. Das sage ich jetzt einmal als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Messe in Frankfurt, weil Stadt und Land von der IAA profitieren. Und wir haben ein großes Interesse an einer modernen Automobilindustrie. Und ich sage ausdrücklich, auch die Automobilindustrie muss ein Interesse daran haben,
dass es weiterhin eine Ausstellung gibt. Ich finde, in Frankfurt ist genau der richtige Ort dafür. Die Automobilindustrie ist hinter Chemie und Pharma die zweitgrößte hessische Industriebranche. Nur in ihrem Kernbereich arbeiten in Hessen gut 54.000 Menschen und erwirtschaften einen Umsatz von 19 Milliarden Euro. Und da sind die Unternehmen, die nur zum Teil für die Autoindustrie tätig sind, und die zahlreichen industrienahen Dienstleister noch gar nicht enthalten. Wir werden daher den sicher nicht einfachen, aber dringend notwendigen Transformationsprozess in der hessischen Automobilindustrie eng begleiten und, wo wir können, auch unterstützen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe am vorletzten Samstag bereits ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des VDA geführt, und zwar auf der IAA. Und ich habe erst heute Morgen mit der Geschäftsführung der Messe Frankfurt über ein neues Konzept zur IAA gesprochen. Und ich sehe darin gute Ansätze für eine Neuausrichtung der Messe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage das ausdrücklich, weil der Herr Eckert gesagt hat, ich solle aktiver werden und die Landesregierung solle aktiver werden. Wir kündigen unsere Gespräche nicht über die Bild-Zeitung an. Wir führen sie einfach, Herr Eckert. Wir führen sie einfach. Und natürlich muss man an dieser Stelle nicht nur mit dem VDA reden. Wir werden auch in Kontakt treten müssen mit den einzelnen Automobilherstellern. Weil, das muss ich Ihnen an dieser Stelle auch einmal sagen, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, ein VDA-Präsident, der am ersten Tag der Messe seinen Rücktritt erklärt, das hat es auch noch nie gegeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist an dieser Stelle die Automobilindustrie selbst ja auf der Suche nach der Frage, wie die Zukunft der IAA sein kann. Und ich glaube, wer da ein gutes Konzept für eine internationale Mobilitätsausstellung vorlegt am Standort Frankfurt, der wird am Ende gute Chancen haben, an dieser Stelle auch voranzukommen. Also, ich will das ausdrücklich sagen. Die Autoindustrie selbst sagt, dass sie wegkommen will von einer reinen Fahrzeugausstellung hin zu einer Diskussion über die Zukunft auch der Mobilität, dass sie nicht mehr es für zeitgemäß halten, dass Menschen quasi auf ein Messegelände zu den Autos kommen, sondern dass sie in die Diskussion kommen wollen, auch sozusagen mit der Stadt, mit der Region. Und jetzt wird die spannende Frage sein, wo wird das stattfinden? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wer da die zukunftsfähigen Konzepte auf den Tisch legt, ist klar im Vorteil. Und ja, die Messe wird ihren Fokus, davon bin ich fest überzeugt, stärker auf integrierte und nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätskonzepte legen müssen. Sie wird an dieser Stelle sich verändern müssen. Aber wenn sie das tut, dann bin ich zuversichtlich, dass die IAA ihre Position als internationale Leitmesse behalten kann und behalten wird. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wird sie auch diejenigen erreichen, die fordern, dass die internationalen Klimaschutzziele auch im Verkehrssektor umgesetzt werden. Und deswegen sage ich das ausdrücklich. Die Autoindustrie hat aus meiner Sicht eine führende Rolle einzunehmen im Wandel der Mobilität. Und dabei hilft es nicht, Herr Kollege Naas und Herr Kollege Gagel, die Vergangenheit zu beschwören. Das hilft überhaupt nicht dabei. Sie wissen vielleicht, dass Kaiser Wilhelm das Zitat zugeschrieben wird. Ich glaube nicht an das Automobil, ich glaube an das Pferd. Das hat sich als historisch falsch herausgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle merken, wenn sich etwas verändert, dann müssen sich auch die Darstellungsformen verändern, müssen sich auch die Inhalte von Messen verändern. Sonst ist man ganz schnell nicht mehr auf einer Messe für die Zukunft, sondern bei der Klassikstadt. Und die gibt es schon mal in Frankfurt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen will ich das auch an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Wir in Hessen
Wir arbeiten an den unterschiedlichen Formen der Mobilität. Wir stecken gerade so viel Geld in die Sanierung von Landesstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen wie noch nie zuvor. Wir stecken gerade so viel Geld in den ÖPNV wie noch nie zuvor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nur einmal ganz nebenbei, alle Projekte zur Stärkung der Schieneninfrastruktur summieren sich inzwischen auf 17 Milliarden € in Hessen, wenn man den Fernbahntunnel noch mit dazu rechnet. Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich einmal sagen. Und es gehört eben dazu Intermodalität. Intermodalität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie komme ich in Zukunft von A nach B? Wie wechsle ich im Zweifel auch die Verkehrsmittel, damit ich sowohl in der Stadt als auch auf dem Land weiterhin mobil sein kann? Das wird die große Zukunftsaufgabe sein. Darüber haben wir z.B. auch am 16. September im Rahmen des 17. Hessischen Mobilitätskongresses gesprochen, ganz bewusst auf der IAA, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir zeigen wollen, dass die Zukunft der Mobilität jetzt gerade stattfindet und dass wir gute Antworten haben und dass wir sicher sind, dass an dieser Stelle auch eine Messe in Frankfurt eine Zukunft tragen will. Mobilität ist vielseitig, Mobilität ist komplex. Wir müssen viele Aspekte bedenken und mitdenken, ausdrücklich. Und diesen Anforderungen muss sich auch die IAA stellen, und sie muss ihnen in Zukunft gerecht werden, wenn sie ihre Position als internationale Leitmesse beibehalten möchte. Und deswegen sage ich ausdrücklich, aus meiner Sicht wird die IAA eine Plattform für Mobilitätskultur werden. Und die Messe Frankfurt ist einer der erfolgreichsten Veranstalter von Messen weltweit. Einer der erfolgreichsten Veranstalter von Messen weltweit. Sie hat eine führende Rolle, und sie kann aus meiner Sicht auch eine führende Rolle einnehmen, gemeinsam mit dem VDA, gemeinsam mit den Automobildienstleistern, mit den Automobilherstellern, mit den Zulieferern, mit denen, die andere Mobilität anbieten. Intermodalität hat auch etwas sehr Digitales, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist einer der Punkte, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Und Sie wissen, womit die hessische Außenwirtschaftsförderung arbeitet. An Hessen führt kein Weg vorbei. Wo, wenn nicht hier, sollten wir die Zukunft der intermodalen Mobilität vordenken, präsentieren und anwenden? Vielen herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat sich der Fraktionsvorsitzende René Rock noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich war jetzt einmal gespannt, was ich hier vom Wirtschaftsminister zu hören bekomme, wenn es um so etwas Wichtiges geht wie die Mobilität in unserem Land, über etwas, was alle Bürger in unserem Land interessiert und was sie persönlich angeht. Kollege Naas hat ja so ein bisschen mal ausgeführt, was für ihn Mobilität bedeutet. Aber ich glaube, jeder hat hier seine eigene Geschichte mit der Mobilität. Ich fahre gern Auto. Wir fahren mit dem Auto in den Urlaub. Viele Menschen in unserem Land fliegen nicht, sondern können sich auch nur einen Urlaub mit der Familie mit dem Auto leisten. Die stehen mit mir, mit Millionen von Menschen im Stau, in ihrem Stau, weil sie nicht in der Lage sind, die Verkehrsinfrastruktur zu ertüchtigen. In ihrem Stau stehen die. Und natürlich ist das politisch gewollt, dass die Menschen im Stau stehen, um ihnen das individuelle Fahren zu verleiden. Das ist ganz klar. Das weiß ich ja. Und sie versuchen aber, nicht mehr dazu zu stehen. Sie sind oft hier am Märchen erzählen. Und Sie haben auch so ein bisschen die Haltung einer Märchenfigur angenommen, nämlich indem Sie hier den Wolf im Schaffell machen, weil Sie nämlich diesen Kulturkampf gegen das Auto verbrämen. Der findet hier statt, und er findet mittlerweile nicht mehr mit offenem Visier statt, sondern durch Diffamierung. Durch Diffamierung, durch Populismus, durch Agitieren werden Menschen, die in ihrem Auto sitzen, zu freiwillig erklärt, durch ihre Politik, durch das, was sie hier verkünden, ihre Gliederung, was sie nach draußen tragen. Der Autofahrer wird zum Freiwilligen in unserem Land. Und ich mache das mal an den Automobilkonzernen fest.
Sie sprechen nicht von den Tausenden von Menschen, die in Lohn und Brot stehen, in Unternehmen, die jeden Tag arbeiten gehen, um ihre Familien zu ernähren, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, wo wieder 20.000 Menschen bei Conti überlegen müssen, ob sie morgen noch einen Job haben. Die sind ihnen völlig egal. Sie entmenschlichen diese Menschen, indem sie sagen, die Automobilindustrie ist schuld. Das sind Menschen. Das sind Menschen, die in diesem Land leben, die arbeiten, die Geld verdienen und die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Da sind vielleicht ein paar Menschen in Nadelstreifen, die sich etwas zu Schulden kommen lassen. Die müssen von unseren Gerichten zur Verantwortung gezogen werden. Aber der einfache Mensch, der in so einem Unternehmen arbeitet, der ist nicht schuldig, und den sollten Sie mal bitte nicht so mitdiffamieren. Und wenn ich sehe, Millionen von Menschen fahren Auto in unserem Land, und es werden mehr. Es wäre lassen Sie, Herr Rock, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Er kann ja noch einmal rauskommen hier, er hat ja noch Redezeit. Wir haben in dieser Situation, wo Millionen von Menschen Auto fahren und immer mehr Menschen Auto fahren wollen, wir haben noch nie so viele Fahrzeuge angemeldet wie jetzt. Und was Sie versuchen hier darzustellen, dass das Auto ausstirbt in unserem Land, das ist einfach faktisch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und warum die IAA? Die IAA ist ein Symbol. Für Sie ist das ein Symbol, das Sie bekämpfen. Und das ist doch hier deutlich geworden durch den Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Da saßen Sie hier schmunzelnd, Herr Al-Wazir, als er gesagt hat, die IAA ist ein Dinosauriermuseum, internationales Automuseum. Und Sie selbst haben hier ja gesagt, nicht ich rette die IAA, sondern historische IAA steht. Ja, in der Historie der IAA kann die Messe fortgeführt werden. Ihre Sprache ist doch verräterisch. Sie wollen doch diese Messe gar nicht in unserem Land. Sie machen doch eine Party, wenn sie weggeht. Das ist doch die Wahrheit. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich kann sagen, wir haben ja das letzte Plenum hier eine hässliche Debatte geführt. Und wenn ich dann grüne Politiker in Berlin erlebe, wenn sie über SUV-Panzer sprechen, wenn Menschen bei einem Unfall umkommen, ein Kind getötet wird beim Unfall, und Sie, Ihre Politiker von den Grünen, nutzen das für politische Agitation. Das hat mich bei einer anderen Fraktion aufgeregt, aber das regt mich bei Ihnen genauso auf. Schämen Sie sich! Und was ist denn mit Ihrer Mobilitätswende? Ich kann es nicht mehr hören. Was ist denn mit Ihrer Mobilitätswende? Immer mehr Autos, der CO2-Ausstoß steigt aus der Mobilität in Hessen. Es gibt keinen attraktiven ÖPNV. Wenn heute Hunderttausende Einpendler von Frankfurt entscheiden würden, ich fahre heute mit dem Zug zur Arbeit, das geht doch überhaupt nicht. Und Sie wissen, dass das nicht geht. Warum behaupten Sie immer, es gäbe eine Alternative zum Auto in diesem Land? Die gibt es nämlich gar nicht. Und deshalb ist Ihre Politik infam. Und wenn es die Letzten sind, die hier sagen, die individuelle Mobilität ist für Menschen wichtig, ist es ein erlebtes Freiheitsgefühl, zu sagen, ich entscheide, mit wem ich wann wohin fahre. Das ist uns wichtig. Und wenn Sie darüber lachen, dann lachen Sie darüber. Aber dieses Land und unsere Bürger werden nicht am Ende in einem Elektro-Trabi sitzen, der grün angemalt ist. Das kann ich Ihnen versprechen. Das war eine Punktlandung, und für die AfD-Fraktion habe ich den Fraktionsvorsitzenden zeitlich, genau, Herr Lamprou von der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einige Fraktionen in diesem Hause wollen anscheinend den Menschen vorschreiben, wie sie von A nach B kommen, und das Auto wird von ihnen mehr oder weniger deutlich kritisiert. Sie fahren aber, und daran möchte ich Sie in meinem Redebeitrag erinnern, selber teilweise dickste, größte Autos, gerne auch als Dienstwagen. Das ist Wasser predigen und selbst Wein trinken. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde große Autos durchaus gut. Aber wenn Sie hier die bestehende internationale Automobilausstellung kritisieren und selber beispielsweise Audi A8 oder 7er BMW fahren, dann passt das schlichtweg nicht mit Ihren politischen Forderungen zusammen. Das ist Doppelmoral. Gehen Sie doch
noch einmal ans Pult und sagen Sie den Menschen, was Sie für Autos fahren. Dann dürfte allerdings der ein oder andere Redner oder Rednerin, der hier eben die Mobilitätswende gepredigt hat, ganz klein mit Hut aussehen. Hören Sie endlich auf, den Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie Auto fahren. Diese Menschen haben ein Recht darauf, egal ob es nun ein Kleinwagen ist, ein Luxusauto oder ein SUV. Sie verzichten ja schließlich selber auch nicht aufs Auto. Hören Sie deshalb endlich auf, Menschen das verbieten zu wollen, was sie sich selber genehmigen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, nach Aussprache wird dieser Antrag Top 52 an den WVA zur weiteren. Nein? Zur Abstimmung? Okay. Dann stimmen wir darüber ab. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD, die SPD und die Linken und die FDP. Und damit keine Enthaltung. Damit ist dieser Antrag angenommen.